Feuerwerk Steinbergkirchen. Es sind ungefähr 50, 60 Jugendliche im Schnitt immer dabei. 15 Ausbilder kümmern sich um die Kids. Und das Tolle ist, das haben sie mir vorhin erzählt, sie haben eine 25-prozentige Mädchenquote. Finde ich Hammer, oder? Ist nicht nur so eine Jugendnummer. Also, Bühne frei für die Jugendfeuerwehr Steinbergkirchen. Dunkel, ich sehe gar nichts. Ja, das ist 5 Jahre. Und du?
Dann guckst du ihn her. Oh, da geht aber was, ne? 4 Jahre. Ich finde das ganz toll. Ich finde das super, dass ihr euch da so engagiert. Gehen wir mal zur nächsten Station. Genau, klar schon. Oh, dein Name? Nora. Nora. Was war hier? Was war das? Das ist die Bank. Da geht man mit 2 Schritten rüber. Und das ist dafür da, um das Gleichgewicht zu halten. Mhm. Schon mal runtergefallen von dem Ding? Nee. Ja. Oh, das ist richtig gemacht. So. Das hat hier so ein bisschen was von Hundeparcours, ne? Ich könnte meinen dicken Freund wiederholen, der macht das mit mir. So, meine Jungs. Ja, das ist der Kriegstunnel. Das ist der Tunnel des Todes, richtig? Genau, der Tunnel des Todes. Der simuliert einen engen Kriechgang in einem Gebäude. Ah ja. Also was weiß ich, Abfluss oder Abfluss oder. Ja, nee, eigentlich. Also irgendwie. Ja, was ist jetzt? Engen Raum, wo man durchkriegt. Wichtig ist ja, dass ihr wisst, wofür das ist, ne? Genau. Ich bin ja egal. Danke euch sehr. Komm, ich gebe dir mal das Mikro, dann hast du was zu tun. Ja, das ist doch. Hab ich nicht rangefallen. Was ist das? Warum ist hier ein Brett? Ja, das ist eine Hürde. Die bitte, was ist das? Eine Hürde. Ja, das ist eine Hürde. Also für mich ist das eine Hürde. Und eine ziemlich hohe Hürde. Ja. Diese Hürde simuliert ein Objekt bei einem Einsatz, also ein Hindernis. Was kann denn jetzt, ihr redet immer so geschwafelt. Was ist denn jetzt ein Objekt? Also sagen wir jetzt mal. Eine dicke Frau, oder was? Ja, sagen wir jetzt einfach mal eine dicke Frau. Und dann? Es geht halt. Dann springt ihr rüber und lauft weiter, oder was? Ja, also wir springen rüber, der Schlauch wird runter, dann wird er durchgelegt. Den könntest du vorbeischicken, bei der Jugendfeuer ist es so, ab 10 Jahren bis maximal 18 Jahre. Der ist 5, was macht er denn in 5 Jahren bei euch? Also er kann mit 6 Jahren, und auch das ist jetzt relativ neu auf unserer Schicht, in Deutschland seit dem letzten Jahr. Wir haben die Möglichkeit in eine Kinderabteilung, die kleinen Kinder. Bällebad oder was? Nein, nicht Bällebad, aber sowas in der Richtung. Nein, sie werden eben halt schon mal geschult, wie setze ich einen Notruf ab. Da werden eben halt spielerisch Dinge beigebracht. Wie zum Beispiel auch Umwelt, Natur, welche Brennstoffe ich habe, all diese Dinge. Also von kleins Bein her, mit 6 Jahren. Und wer jetzt Bock hat, bei der Jugendfeuerwehr mitzumachen, ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Laden, meldet euch. Also nach der Show könnt ihr gerne runterkommen. Hier mit Herrn Tschitsch. Sag einfach dir, wir sind einfach da. Mit dir drehen. Ich bin nicht zugehört. Und es hat auch einen Vorteil, ja? Also wenn man bei der Jugendfeuerwehr mitmacht, man lernt Disziplin, man lernt Verantwortung und die haben es dann auch im Berufsleben ein bisschen leichter, kann das sein? Sie bringen gewisse Vorteile mit, die du gerade aufgezählt hast und sie werden ganz gern gesehen, wenn sie in Ausbildungsberufe später gehen und ich sage mal, ein kleines Bonus ist es schon, dann sich später eben halt zu bewerben in Ausbildungsbetrieben etc. Großartig. Das lohnt sich auf jeden Fall. Finde ich auch. Toll, dass ihr da seid. Weiter so, ihr Lieben. Das ist euer Abend. Kommen wir jetzt zum nächsten Act und das, was jetzt kommt, das ist
das macht voll Spaß. Aber ich bin so ein Fan, jetzt kommen die Funny Skipper.